Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin hier, wie im letzten Video auch wieder, mit dem Anton. Ja, hallo. Wie ihr im letzten Video schon erfahren habt, haben wir uns alle neuen Pferde gekauft. Und mit diesen sind wir heute das neue Springturnier geritten. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Wer liest den Text? So, ich, Zuri. Hallo, hast du Lust, ein Springreitrennen auszuprobieren, bei dem meine neuen Wettbewerbsregeln gelten? Ja. Ja. Du hast bestimmt schon an vielen Springreitrennen auf Jorvik teilgenommen und vielleicht hat es dich überrascht, wie wenig Regeln es gibt. Ich fand, es ist höchste Zeit, das Springreiten ernsthafter anzugehen. Überall auf der Welt gibt es Strafpunkte dafür, dass das Pferd Stangen abwirft oder ein Hindernis verweigert. Ich habe eine Strecke entworfen, auf der man mit diesen Regeln trainieren kann. Ich habe ganz wunderschöne Hindernisse dabei, damit es ein erhebendes Erlebnis wird. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Wenn du eine Stange abwirfst, bekommst du 4 Strafpunkte. Wenn dein Pferd einen Sprung verweigert, bekommst du noch einmal 4. Die Zeit spielt auch eine Rolle. Es gibt ein Zeitlimit für die Strecke. Wenn du länger brauchst, bekommst du für jede zusätzliche Sekunde einen Strafpunkt. Das Ziel ist es, die Strecke so schnell wie möglich abzureiten, ohne Strafpunkte zu bekommen. Okay. Alles klar. Das klingt richtig hart. Sprich mit mir, wenn du es probieren willst. Ich freue mich darauf, Jorvik die neuen Regeln näher zu bringen. Okay. Bist du bereit? Super. Ja. Los geht's. So, Anton, ich hoffe, du bist bereit. Fragst mich. Oh Gott. Willkommen zum Springreiten mit den offiziellen Regeln Jorviks. Schließe die Rennstrecke ab, so schnell du kannst und mit so wenigen Fehlern wie möglich. Es gibt 4 Arten von Fehlern. Hindernisteil abwerfen, Zeit überschreiten, Huf im Wasser, verweigern. Oh Gott. Ich werde reinscheißen. Okay, 3, 2, 1, los. Wo muss ich lang? Den Pfeil in den... Ja, aber die Hindernisse sind nice. Junge, die sehen voll gut aus. Mit dem Schmetterling. Ja, bis jetzt habe ich 0 Fehlerpunkte und du? Ich habe auch 0. Und ich bin jetzt über das Schwarze drüber. Und jetzt reite ich auf den pinken Schmetterling zu und bin wieder drüber. Auf den dicken Schmetterling. Ja, und jetzt bin ich bei den komischen Bäumen. Und es klappt immer noch. Oh, ich habe einen Fehlerpunkt. 4. Was hast du gemacht? Ich habe nochmal eine Stange runtergenommen. Ey, fehlerfrei bin ich das geritten, Anton. Fehlerfrei. Ich mein Pferd ist gegen das Ding gehüpft und jetzt ruhig zurücktippelt. Scheiße. Uiuiui, das war knapp. Hast du verloren? Ja, ich bin jetzt bei 11 Fehlerpunkten und die Zeit ist schon drüber. Scheiße. Jetzt hab ich 17 Fehlerpunkte. 18, 19, 20. Oh, die Fehlerpunkte. Und 22. Juhu! Hey. Cool, ich hab gerade richtig viel Spaß. Warte kurz. Das ist jetzt unangenehm. Das ist mir ein bisschen peinlich. Können wir es vielleicht nochmal machen? Nein. Okay, 36 Fehlerpunkte, 1 Minute 25. 38 Fehlerpunkte. Entschuldigung. Aber hast du die Quest trotzdem abgeschlossen? Oder nicht? Ich glaube nicht. Na, also du reitest es nochmal und ich lese schon mal vor, ne? Und, wie fandest du es? Es hat Spaß gemacht. Und die erste Schlange ist unten. Dir und deinem Pferd bei dieser Herausforderung zuzusehen. Komm gern jederzeit wieder und teste meine Strecke noch einmal. Ich bleibe nicht allzu lange hier, aber ich hoffe, du kommst möglichst oft vorbei, um ein Springreitrennen zu erleben. Ey, es gibt 500 XP. Das ist richtig viel. Für dich oder fürs Pferd? Fürs Pferd. Das mache ich gleich nochmal. Das ist krank geil. Also ich finde es gut. Ja, das war auch meine Einstellung. Ja, ich auch total. Ich will, macht Spaß. Ist mal was Neues. Und bringt 500 XP. Bleibt aber nur 6 Wochen. Bei 12 Fehlerpunkten. Was ist jetzt noch so Testing? Weil es gab es ja vorher noch nie. Mann, 16 Fehlerpunkte. Das Hindernis ist im Weg. So, Alter, was ist denn mit dir? Mann, jetzt bin ich schon wieder out of time. Ja, 28 Anton? Fehlerpunkte, 1 Minute 3. Ich mach's jetzt nochmal. Verkackt in einem Pferdespiel. Endstarten. Muss man durchgehend Vollgas reiten? Ich wollte durchgehend Vollgas. Das ist das Hindernis. Nee, ich
wie kann ich neu starten, ohne dass ich ewig warte? Oh, drück mal oben rechts aufs X. Ausgang? Ja, Ausgang. Neubeginn. Ich mach das jetzt, bis ich's hab. Okay. Bist du hart? Es ist 1 Uhr nachts, liebe Zuschauer. Also, Anton, wie findest du das neue Springrennen? Also ich finde es vom Prinzip her sehr gut, aber leider habe ich es nicht einmal mit unter 12 Fehlerpunkten durchgeschafft, deshalb werde ich wohl noch ein bisschen trainieren müssen, bis ich es durchschaffe, aber ansonsten sehr gut. Also ich finde es auch gut, ich finde die Hindernisse gut, also das Optische mit den Schmetterlingen und dem Mond. Ich finde auch das neue Konzept gut, weil es gab es ja vorher so noch nicht, aber sorry Anton, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich fand es ein bisschen zu einfach. Ja, also ich kann es auch verstehen, weil es ist ja eigentlich auch ein Spiel für kleine Kinder und kleine Kinder haben dann, kannst es halt nicht so schwer machen, ne? Ist ja klar. Mhm. Ja, aber an sich eigentlich ein 10 von 10 Rennen, finde ich. Total. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das Video guckt. Vergesst nicht, das Video zu liken. Ein Like und ein Abo dazulassen. Genau. Wäre sehr nett. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das Rennen besser abgeschlossen habt als ich. Ich halte es für wahrscheinlich, aber ich werde es ja trotzdem noch mal reinschreiben. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss. Tschüss.